Super. Ja, hallo. Zum Session Joomla gehackt. Was muss ich tun? Habe ich mir dementsprechend was Schönes mal ausgedacht. Kurz zu meiner Person. Ich habe mal das Alter da irgendwie rausgenommen und habe hingeschrieben, seit Mambo dabei. Das ist auch schon lange alt. Ist schon doch ziemlich lange. Ja, habe die Joomla User Group in München gegründet. Mit Norbert Graub und Tom Möller zusammen. Leider keiner von denen heute da. Und ja, joomlasecurity.de ist damals dann halt nach dem Joomla Day in Bad Nauheim, dem zweiten in Bad Nauheim entstanden. Oder der erste, der nach langer Zeit wiedergekommen ist, sagen wir es mal so. Also ist, glaube ich. Nein, das war der in Bad Nauheim. Ja, ja, also auch schon irgendwie sieben Jahre her, also doch schon ziemlich lange. Ich habe dementsprechend folgende Themen einfach mal irgendwie zusammengeschrieben. Welche Arten gibt es, was für Vorgehensweise, wie kann ich den Hack finden, wie kann ich den beheben, wie sollte ich natürlich zukünftige Angriffe vermeiden. Dementsprechend offene Fragen. Ich muss jetzt immer blöd mit meinem Finger da hingehen, weil ich die Sicherheit an meinem Laptop zu hoch geschraubt habe, da der Präsenter als Tastatur erkannt wird, die keine Eingabe machen kann. Selber schuld. Sicherheit zu hoch geschraubt. Genau, fangen wir an. Arten von Hacks. Es gibt eine ganze Menge. Viel zu viele. Muss auch keiner wissen. Also, klar, ein paar sollte man vielleicht schon mal gehört haben, ein paar habe ich jetzt hier mal aufgelistet. Viele davon kann man, sage ich mal, beeinflussen. Viele davon aber auch teilweise nicht, weil es, sage ich mal, von irgendeiner Joomla-Erweiterung herstammt oder von Joomla selbst. Und viele andere kann man aber halt beeinflussen. Wenn ich halt schaue, das Schlimmste ist eigentlich, was passieren kann, ist, dass irgendwelche Dateien abgeleakt werden. Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann, weil dann habe ich ein relativ großes Problem. Weil damit ist in der Regel dann Zugriff auf alles irgendwie möglich. Daher sollte man sich da Gedanken machen. Die Vorgehensweise. Was ist, wenn das Ding wirklich gehackt wird? Es gibt sehr, sehr viele Anleitungen dazu im Netz. Also bevor irgendwas einer mitschreibt, die Folie ist schon online. Also die Links sind dementsprechend da. Webseite vom Netz eben, ganz klar, bevor ich den Schaden noch vergrößere, anderen Leuten weiter Schaden zufüge. Ist auch ein rechtliches Thema. Sollte man sich drüber im Klaren sein. Den Einbruch sollte man dementsprechend untersuchen. Wo sind sie reingekommen? Was war das Problem? Also sprich da die Logfiles vom Server zum Beispiel anschauen und dementsprechend schauen, dass sich die Lücke schließen kann. Wenn es jetzt ein Joomla selbst ist, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn kein Update da ist. Kann man natürlich schauen, dass man da irgendwas machen kann. Wenn es eine Erweiterung ist, kann ich halt dementsprechend schauen, dass ich zusehen kann, dass ich die Erweiterung zum Beispiel vom Server, also dass ich sie entferne. Ja, typisches Beispiel war immer und kommt doch, steht einfach bei mir im Kopf einfach auf der Blacklist, ist der JCE, die da ist. Ist einfach so. Nicht mehr. Nicht mehr. Er steht bei mir immer noch auf dem Kopf. Das ist so. Ich kriege das nicht raus. Das ist ein ausgeprägtes Langzeitgedächtnis. Ja, definitiv, weil das ist so. Der letzte große Angriff da auf JCE, der war schon echt übel. Also man konnte eigentlich nichts dagegen machen. Also der hat halt alles aufgemacht, das war halt schon übel. Ja gut, sie haben viel dazu gelernt, keine Frage, aber es kommt, bleibt im Kopf drin, ist so. Ja, Lücke schließen, sprich Updates einspielen. Das ist halt eigentlich die Grundvoraussetzung, wenn ich das schon mal getan habe, ist viel wert. Genauso zählt aber auch dazu, ist es zum Beispiel auch am Server. Also die Lücke muss ja nicht immer unbedingt im Joomla sein, sondern die kann ja auch ganz woanders sein. Wenn es am Server ist, habe ich ein Problem. Den kann ich halt auch nur bedingt beeinflussen. Wenn ich jetzt einen Webspace habe, dann kann ich da gar nichts. Muss der Hoster halt schauen. Wenn ich einen Root-Server habe, bin ich selber verantwortlich. Sollte ich dementsprechend das nötige Know-how haben. Sonst geht es halt auch schief. Ansonsten muss ich vielleicht einen Hoster wechseln. Kommt doch sehr häufig vor. Ich selbst habe vor 3 Monaten einen Fall gehabt,
wo eine Webseite zweimal hintereinander gehackt worden ist von jemandem. Die haben um Hilfe gebeten, man hat geschaut, was könnte die Ursache sein. Die Ursache wurde irgendwie immer länger und immer länger und immer länger. Eines der größten Schwierigkeiten war, dass ich schon ganz normal mit dem FTP-Programm so weit in die Hierarchie nach oben konnte, dass ich auf der Root-Ebene des Servers war. Das ist natürlich ziemlich übel. Ich konnte in allen Kundenverzeichnissen rein. Ich konnte sogar schreiben. Das heißt, da muss es noch nicht mal die Seite an sich gewesen sein, die vielleicht ein Problem hatte, sondern vielleicht ein ganz anderer Kunde. Der Hack hat sich ausgebreitet und hat natürlich geschaut, wo kann ich noch überall hin, und dann habe ich ein Problem. Also solche Sachen ist natürlich vom Hoster grob fahrlässig. Also muss ich jetzt leider dazu sagen, war jetzt mal ein Hinterhof-Hoster, der meinte, er kann hosten. Eigentlich konnte das nicht, wusste gar nicht, was er da eigentlich tut. Das war natürlich ein Riesenproblem. Wenn ich die ganzen Lücken geschlossen habe, kann ich das Ganze natürlich wieder freigeben. Natürlich sollte ich vorher die Passwörter alle geändert haben, aus Sicherheitsgründen. Und natürlich die Webseite zukünftig gegen Angriffe absichern. Das ist nur eine Grundvoraussetzung. Die Frage ist, wie werde ich über so einen Hack informiert? Wie kriege ich das mit? Entweder habe ich es wie beim ersten Bild, die Webseite sagt mir das schon selber. Der Provider informiert mich. Google informiert mich. Das ist auch ein Thema. Parallel läuft gerade der SEO-Vortrag. Der Kollege, das mitkriegt, kriegt er auch immer um Gottes Willen. Weil wenn eine Webseite gehackt bei Google markiert ist, kann das halt auch zu erheblichen SEO-Problemen führen. Bis hin aus dem Index fliegen, habe ich auch schon erlebt. Seite ist dann nicht mehr da, kommt auch so schnell nicht wieder rein. Google geht auch relativ rigoros vor. Also wenn sowas mehrfach hintereinander passiert, fliegt die URL komplett raus. Ist auch nie wieder reingekommen. Kann passieren. Also man sollte da relativ schnell reagieren, wenn da solche Meldungen kommen, auch wenn es teilweise nicht sofort ersichtlich ist. Also auch Fälle schon dabei gewesen, die Webseite ist dort, die sieht ganz normal aus, man sieht nichts, aber man wurde angeschrieben von einer Organisation, die dann gesagt hat, du verbreitest dort Bilder, die da nicht hingehören. Waren kleine Kinder drauf, war halt blöd. Das ist dann halt so ein Thema, da sollte man vielleicht ziemlich schnell mal den Webseite vom Netz nehmen und da dementsprechend gegen schauen, was das Problem war. Also weil in dem Fall lagen da mehrere Gigabyte davon rum. Das ist dann schon ziemlich übel. Es ging auch so weit, dass die Firma sich danach umbenennen musste. Die hat keinen grünen Zweig mehr gekriegt. Also die hatte dann wirtschaftliche Probleme dadurch. Also sollte man sich überlegen, da dementsprechend schnell zu reagieren. Den Hack finden. Ich habe mal so ein paar Beispiele. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgekramt. Sie sind teilweise schon ein bisschen älter, weil irgendwie habe ich das Zeug dann irgendwann doch mal wieder gelöscht. Keine Ahnung. Wo man erkennt, wo irgendwas Unauffälliges sein kann. Also hier liegen zum Beispiel im Joomla-Root-Verzeichnis zwei Dateien, die da nicht hingehören, wo man dann schon sehen kann, okay, irgendwas passt da nicht so ganz. Also im Endeffekt in der Textdatei steht nichts anderes drin, haha, deine Webseite ist gehackt, und das Bild war im Endeffekt einfach nur ein Logo. In dem Fall war jetzt da kein weiterer Schadcode, sage ich mal, drin. Aber es, sage ich mal, reicht schon aus, wenn es soweit passiert. Frage mal in die Runde, was glaubt ihr, welches Verzeichnis gefühlt am häufigsten, wo Schadcode oder halt solche Dateien zu finden sind? Genau, das ist der erste Ordner, wo ich nachschaue. Nach dem Root-Verzeichnis. Durch den Bild-Upload-Editoren wird da das Zeug doch gefühlt abgelegt. Natürlich in jedem anderen Verzeichnis auch, keine Frage, aber im Image-Ordner ist doch ziemlich häufig, liegt da irgendwas drin. Also wenn es meistens dort irgendwie. Ich gucke damit halt am häufigsten nach. Da hatte ich dann halt auch mal einen Fall gehabt, da lag dann halt eine smtp.php, wie der Name sagt, hat genau die Datei das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat E-Mails versendet. 5000 Stück pro Minute. War dann schnell vom Hoster gesperrt, die Webseite, hat man ein Problem. Also man findet dann
relativ schnell, wenn in solchen Verzeichnissen, wo dann eigentlich keine PHP-Datei liegt, deshalb wollte ich darauf hinaus, im Image-Verzeichnis liegen in der Regel eigentlich keine PHP-Dateien. Wenn man dann sowas da auf einmal findet, sollte man vielleicht die Augen und Ohren, sage ich mal, so ein bisschen drauf stupsen. Zusätzlich, ja? Das Image-Verzeichnis ist ja nur dann gefährdet, wenn man dem öffentlich einen Upload gestattet oder so, oder ist es generell? Ja, ich sag mal, alle Ordner sind gefährdet, solange wie ich jetzt nicht die Ordner auf nur noch Leserechte setze und ich irgendwo eine Sicherheitslücke habe, was mir die Möglichkeit bietet, Dateien in Verzeichnissen reinzuschreiben, ist jeder Ordner gefährdet. Also das ist wurscht. Also wenn die Lücke es zulässt, dass ich weit komme, dann kann ich es überall ablegen. Also ich habe auch schon im Libraries-Ordner überall irgendwelches Zeug gefunden. Also je nachdem, also ich habe auch schon Joomla-Instanzen gesehen, wo jede PHP-Datei modifiziert worden ist. Wo dann irgendwo am Anfang oder am Ende irgendwelcher Base64-Code auf einmal drin hängt. Wenn die Möglichkeit besteht, dass Schreibrechte da auf einmal möglich sind, dann ist vorbei. Also deshalb geht mir dieser JCE-Hack nicht aus dem Kopf, weil wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt auch bei Joomla Security den JCE im Einsatz. Wie diese eine relativ große Sicherheitslücke da mal war, kam ich schon ziemlich ins Schwitzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben da natürlich ein bisschen Sicherheit hinten dran, aber die kam doch ziemlich weit. Also das Einzige, was in dem Falle wirklich gerettet hat, war im Endeffekt, da wir halt paranoid waren und jede Datei und jeden Ordner nur noch Leserechte gegeben haben. Das hat den Hack im Endeffekt abgeblockt. Was eine normale Webseite nicht hat. Dementsprechend ist sowas mal relativ schnell, weil also da hat keine Web Application Firewall dieses Ding da irgendwie abgefangen. Das war halt ziemlich gemein. Kann passieren. Also, sofern Schreibrechte, also die Ordner ganz normal auf 755 stehen und so weiter, hast die Chance da. Das ist egal. Genau. Oder ja, es werden irgendwelche Ordner angelegt. Oder auch Dateien, die dementsprechend per Zufall generiert werden. Also die Dateinamen sind in der Regel zufallsgeneriert. Die fallen dann in der Regel ein, wenn man so ein bisschen optisches Verständnis hat, doch relativ schnell ein auf, wenn die da irgendwo sind. Ansonsten gibt es natürlich genügend Tools, auch für Joomla, die da dementsprechend, aber da komme ich nachher noch drauf zu, die natürlich Dateien vergleichen. Sind Dateien hinzugekommen und so weiter, was natürlich hier und da mal ein bisschen schwierig ist. Problematisch wird das, habe ich auch schon gesehen, ich glaube, David kann davon auch ein Lied singen, dass ein Hack stattgefunden hat, aber erst Monate später der Angriff. Das heißt, es ist gar nicht aufgefallen. An dem Punkt wird das ziemlich interessant, was Backups zurücksichern angeht. Weil das dann wirklich dann ausfindig zu machen, hängt dann von der Webseitengröße irgendwann ab. Also das ist ein Problem dann irgendwann. Ich habe mal so ein paar Logdateien einfach mal mitgenommen. Die stammen alle, wenn ich mich nicht irre, von Joomla Security und wenn nicht von der Joomla Hingerhut München. Wo ich einfach mal so die auffälligsten Hackversuche da mal reingenommen habe. Da sieht man schon relativ eindeutig, dass da keine normalen Anfragen irgendwo drin sind. Also gewisse Sachen fallen da ein ziemlich auf. Also gibt einen ganz einfachen Trick, so denke ich es mir jedenfalls. Wenn man die Logdatei aufmacht und ich sehe in meinem Editor, in dem ich das aufhab, dass der Scrollbalken sehr weit rechts rüber kann, dann scroll ich dahin und scroll mal runter. Und dann schaue ich relativ schnell, dass ich da solche Abfragen reinkriege. Da sehe ich das relativ schnell. Weil die sind meistens exorbitant lang gegenüber jegliche normale Anfrage, die da eigentlich auf dem Webserver prallt, ist, sind die Angriffe in der Regel zu lang. Also die fallen auf. Ansonsten sind auch manche relativ gut getarnt. Also ein paar waren dabei hier. JCE war jetzt hier nochmal mit bei. Nur mal gucken, ob ich den einen gerade spontan hier finde, der war nämlich
dann nämlich als Googlebot nämlich noch getarnt erstmal, dass man ihn gar nicht so schnell gefunden hat. Ja. Deine Schlussfolgerung zu sagen, die Sachen fallen ins Auge, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, natürlich, keine Frage. Also es gibt natürlich, viele Sachen können ins Auge fallen, viele Sachen sind im Endeffekt, ja, muss man ganz genau hinschauen. Also das, was aktuell zum Beispiel, was jetzt in der 363 gefixt worden ist, 364, Geschichte mit der Benutzerregistrierung. Ja gut, das fällt nicht auf. Das fällt sich auch nicht auf. Keine Chance. Also das ganz normale Joomla-Anfrage, die da stattfindet, die läuft da ganz normal drauf. Also das die Lücke nicht. Aus dem letzten Dezember, ja. mit dem fällt auch nicht auf. Nee. Mit dem Session-Prompts, das lässt sich auch so verpacken, dass man es nicht sieht. Ja, also es viele, ja, klar, gut, da hat es dann wieder jemand versucht, als WordPress-Login da irgendwie reinzukommen und so weiter. Das sind natürlich automatisierte Abfragen. Das gleiche gibt es mit PHP MyAdmin, wo dann wirklich jede Versionsnummer durchgefragt wird. Also man kann da schon gewisse Sachen sehen. Es fällt auf. Also gewisse Sachen können schnell ins Auge fallen, wenn man vor allen Dingen noch den Zeitstempel von der Datei hat und das noch mit der Logdatei irgendwo übereinstimmt hat, dann sage ich mal relativ gute Chancen, noch irgendwas zu finden. Aber klar, beim letzten Joomla-Sicherheitsproblem sieht man es nicht. Also da tut man sich dann doch ziemlich schwer. Was machen im Endeffekt die Hacker? Ja, ich habe da mal so einen Screenshot von dieser lustigen C99-Shell im Endeffekt da mal gemacht. Im Endeffekt laden die solche Tools hoch, die ziemlich viel ermöglichen. Die Tools können verdammt viel. Also das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, das war speziell auf CMS-Systeme angelegt, was Joomla durchgescannt hat, die Erweiterung durchgescannt hat, die Versionsnummern ausgelesen hat und gleichzeitig mit einer Exploit-Datenbank abgeglichen hat, um zu schauen, habe ich da einen passenden Exploit und wenn ja, wird er ausgeführt. Da hat jemand mal Arbeit reingesteckt. Fand ich ziemlich interessant. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel mitmachen mit dem Zeug. Aber klar, wie kriegt man das raus? Dateien vergleichen ist das eine. Es gibt Tools dafür. Im Windows-Bereich gibt es WinMerge. Für Mac und Linux gibt es natürlich genauso Tools, wo ich Dateien mal vergleichen kann, wo ich prüfen kann, hat sich das Datum, also wann wurden Dateien hochgeladen, sind die Dateien verändert worden, ist der Inhalt dementsprechend, passt das nicht, sind neue Ordner hinzugefügt, die da sonst nicht hingehören. Dann ist, ja klar, Dateien sowieso, da gibt es ein geniales Feature zum Beispiel im FileZilla FTP-Programm, da kann ich sagen, ich möchte Dateien auf dem Server suchen. Das Ding, wo ich einfach sagen kann, ich suche Dateien, die sich geändert haben von dann bis dann. Wenn ich jetzt manchmal so einen Hack habe, wo ich weiß, okay, die Datei wurde wirklich nur in diesem Zeitraum abgelegt, was hat sich in dieser Zeit noch an Dateien an dem Server geändert, dann kann ich das da vielleicht auch noch dementsprechend nochmal nachgucken. Das ist ein lustiges kleines Feature, fand ich ganz interessant. Kann man machen, bringt natürlich wenig was, wenn der Hack, sage ich mal, Monate zurückliegt. Weil wenn ich eine Webseite habe, die gepflegt wird mit News und sonstiges, habe ich natürlich in diesem Zeitraum Updates gehabt, Bild hochgeladen und so weiter, dann ist die Funktion natürlich nutzlos. Also dann wird es auch interessant. Was immer wieder genauso wichtig ist, ist das Thema, dass ich dort die Backups, die ich habe, auch im schlimmsten Falle alle mal vergleiche, um rauszufinden, wann ist denn das überhaupt passiert. Wenn ich die Logs da vielleicht sogar noch dazu habe, okay, auch noch, lohnt sich wahrscheinlich nur der Aufwand bei etwas größeren Seiten. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Webseite von Bäckerei Müller oder was habe, um die Ecke, wahrscheinlich mache ich das Ding wahrscheinlich platt, setze es neu auf, geht schneller als wie das Ding da zu suchen. Wenn man vor allen Dingen nicht weiß, wo man ansetzen soll oder der Aufwand das nicht rechtfertigt, muss man dann natürlich selber entscheiden. Da muss man halt, wie gesagt, drauf schauen. Ansonsten heißt es wirklich vergleichen. Ansonsten wird es echt schwierig.
Was auch hilft, sind die Online-Scanner. Die sind sehr hilfreich, sage ich jetzt mal. Also ich nutze ganz gerne mal Virus Total, weil der doch ziemlich viele Viren-Search Engine hinten dran hat, wo ich dementsprechend schauen kann, okay, schlägt einer davon Alarm oder zwei oder drei oder doch sogar ein ganzer Satz oder erkenne ich es nicht als Chartcode an. Also die sind doch ziemlich gut. Ansonsten auch die normalen Scanner, die auf dem Rechner drauf sind, erkennen auch viel. Also ich weiß es von Trend Micro und Kaspersky, die erkennen halt auch modifizierte PHP-Dateien. Also die erkennen das auch. Zwar auch nur mit der linken Quelle, also wenn, kann man halt diese Seiten halt natürlich auch, oder wenn ich Dateien oder auch direkte URLs kann ich da halt auch angeben, das ist halt vielleicht auch noch ein Vorteil, kann ich halt auch einen Quercheck machen, was sagt der Scanner, was sagt der Scanner. Es gibt zum Beispiel den, ich glaube der Site-Check von Zucchini im Endeffekt, der hat so ein kleines Problem, der sagt immer grundsätzlich, es passt nicht. Weil der sagt, ich glaube, der war es jetzt, das muss ich wirklich nachgucken, weil er sagt, ja, die Webseite hat unser Siegel nicht eingebaut. Wollen natürlich irgendwas verkaufen, ist klar. Muss man halt einfach schauen. Da ist es halt dementsprechend wichtig, einfach mal drüber laufen zu lassen. Also die Dinge helfen wirklich. Also mal schnell irgendwo drüber schauen, passiert was. Die finden auch HTX-Umleitungen und all so einen ganzen Kram. Also war ich auch überrascht davon, dass die das auch finden. Oft auch irgendwie der Fall gehabt, dass die HTX da modifiziert war, hat man die Webseite manuell aufgerufen, war kein Problem, ist man auf die Webseite gekommen, ist man von Google gekommen, landet man ganz woanders. Die haben das dann halt auch gegengeprüft und gecheckt. Also das fand ich ganz interessant. Genau. Die Probleme beim Finden, also klar, wenn man das nicht jeden Tag macht oder so, hat man natürlich Schwierigkeiten. Und jeder Hack ist unter Umständen auch anders. Es gibt natürlich diese Massenangriffe, die man relativ gut nachvollziehen kann oder wo es im Internet auch genügend Informationsmaterial gibt, wo man sieht, ja, die Hacker haben so und so mit den und den Logdateien und man kann das erkennen, ja, das hat mit der und der Lücke zu tun, man kann das erkennen. Es gibt natürlich die Dienstleister, die einen gewissen Service dort anbieten, wie MyJoomla und Watchfully. Ich sehe diese ehrlich gesagt kritisch. Komma weil. Das ist eine Backdoor, die da installiert wird für mich. Punkt, Ende, aus. Da ist ein Plugin, teilweise eine Komponente dahinter und die haben Zugriff auf alles. Auf die Datenbank, auf Joomla, auf alle Dateien. Man sollte sich halt überlegen, ob ich das will und ob ich das darf. Wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt noch blöd irgendwie eine Plattform mit irgendwelchen vielen Benutzeranmeldedaten, dann habe ich da vielleicht ein Datenschutzproblem. Wenn da jetzt noch jemand Drittes irgendwie da Zugriff drauf hat. Ich habe die kurz vorm Joomla Day Leipzig beide getestet, weil ich es einfach zusätzlich mal wissen wollte, was sie jetzt aktuell alles können. In meinen Augen haben sie teilweise einen Nachteil, dass sie alle auf Englisch sind. Das heißt, gewisse Sachen, die ausgeben, ist vielleicht für den Laien im Zusammenhang schwer zu verstehen. Haben aber auch echt geniale Features, wie wirklich die erkennen sehr gut, weil sie die Joomla-Dateien mit Original-Joomla-Dateien vergleichen, also die von der Webseite mit original Joomla-Dateien und sagen, hey, du, pass auf, die Datei XY, da passt was nicht. Ich habe aber auch festgestellt, dass dort eine doch ziemlich hohe Fehlerquote herrscht. Da muss man halt schauen. Also es kam vor allen Dingen, wenn Joomla-Update ist, kam dann relativ schnell die Meldung. Das war wirklich gerade so ein Zeitpunkt, ich habe dann wirklich Webseiten mal ältere genommen und habe die dann mal geschaut, was sagt er. Also er hat ein Problem mit den Versionsnummern, also jedenfalls war es bei MyJoomla so. Sie hatten da ein Problem. Aber sie helfen trotzdem,
auf einen schnellen, einfachen Blick. Teilweise sind die Anbieter halt kostenlos, wo ich einfach sagen kann, okay, ich packe das rein, lasse das mal durchlaufen und schau mal, was das Ding sagt. Weil der scannt wirklich den kompletten Webspace. Also es kann was bringen, um Gottes Willen. Aber man muss sich im Klaren sein, dass da eine Software hinten dran ist, die komplett Zugriff auf das ganze System hat. Auf die ganze Datenbank, auf alle Dateien etc. Und wenn so ein Anbieter mal ein Problem haben sollte, siehe Telekom Deutschland, dann haben viele Kunden ein ganz großes Problem unter Umständen. Das muss dann jeder selber für sich entscheiden. Ansonsten, was ich auch oft gesehen habe, wenn es dann wirklich in die Datenbank reingegangen wurde, wurde jedenfalls das, was mir bisher unter die Finger gekommen ist, in der Content-Datenbank im Endeffekt, im Intro-Text, dass in dem Inhalt im Endeffekt Code eingeschleust wurde, der dann auf der Webseite platziert wurde. Also man kann es da natürlich schneller untersuchen, als wie jetzt, sage ich mal, in Joomla jetzt jeden Beitrag da irgendwie zu öffnen. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Also da ist es mir sehr häufig vorgekommen, dass da dementsprechend Code versteckt wurde. Da sollte man dementsprechend auch nachschauen, immer. Natürlich ist die Tabelle Users immer so ein Thema. Wurden irgendwelche User angelegt, vielleicht sogar noch mit erhöhten Rechten, gerade aktuell der Fall. Mit dem Sicherheitsproblem sollte man da vielleicht mal ein Auge drauf haben. Dann sieht man da dementsprechend auch schon weitaus mehr. Aber man muss nicht mal alles sehen. Das größte Problem, sage ich mal, was eigentlich immer ist, ihr müsst euch die Frage stellen, lohnt sich die Behebung oder mache ich das Ding neu? Also wenn dann so Anfragen kommen, ja, ich habe da so Joomla 2.5 und ich wurde da jetzt irgendwie gehackt. Wenn das jetzt da nur Joomla Core ist, würde ich da persönlich wahrscheinlich nicht lange rumtun. Das Ding würde ich neu aufsetzen und fertig. Weil den Aufwand da irgendwas versuchen irgendwie zu retten, macht, glaube ich, wenig Sinn. Geht wahrscheinlich schneller, das Ding neu zu machen. Hängt halt davon ab. Wenn ich eine große Plattform habe, sollte ich natürlich schauen, dass ich mich grundsätzlich irgendwie ein bisschen davor schütze. Ja, wie kann ich mich in Zukunft davor schützen? Genügend Webseiten gibt es, genügend Hilfsmittel gibt es auch. Es gibt halt auch schöne Extensions für Joomla. Einige halte ich für fragwürdig, wenn es dann so typische Komponenten sind, die dann sich mit Firewall heißen. Eine Firewall gehört vor das System und nicht in das System. Das Ding muss davor abgefangen werden und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Zweitens haben die auch erhebliche, meistens Performance-Probleme. Also wenn so ein Ding da drin ist, das Ding wird ziemlich langsam. Also sollte man dementsprechend schauen, was man da wirklich einsetzt. Es gibt zwar ein paar geniale Plugins, die dann halt den Session-Token beim Administrator zum Beispiel oben, kann man so nicht, natürlich kann ich so ein Plugin machen, ich kann es aber auch per htaccess reinschreiben. Also dann würde ich es eher per htaccess machen, weil es wahrscheinlich einfach, ich habe mal wieder eine Erweiterung weniger. Ich habe nicht so viel Zeug drin, das ist vielleicht auch so ein Thema. Wenn ich alles, sage ich mal, ein bisschen befolge, Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Ordnerberechtigung, der richtige Hoster. Das ist für eher noch das größte Problem, was ich immer irgendwie wieder sehe. Ich sag mal, in Deutschland haben wir auch das Riesenproblem. Es gibt einfach eine ganze Menge Hoster, viele Bekannte und es gibt halt auch viele Kleine. Und die Kleinen will ich jetzt nicht schlecht machen, um Gottes Willen, da gibt es wirklich sehr, sehr gute dabei, aber halt auch wirklich dabei, die eigentlich keine Ahnung haben, was die da machen. Wenn ich dann wirklich auf solche Systeme darauf komme und ich komme in jedem Kundenverzeichnis rein. Bei mir ist das halt auch, ich zitiere damit, die Summe ergibt, die Quersumme ergibt 2 bei dem Hoster. Wenn ich so weit komme, das habe ich wirklich jetzt aktuell, das war ein alter Webspace,
den haben die irgendwie immer irgendwie aktualisiert. Ich bin so weit gekommen, dass ich sehen konnte, wie viele User auf dem Server waren. Und ich konnte komplett in dem ETC, im VAR und keine Ahnung was, die kompletten Config auslesen. Ich konnte sie zwar nicht schreiben, aber ich konnte sie auslesen. Ist ein Problem. Sollte nicht passieren. Weil das ist schon echt übel. Auch was unterschätzt, was mir gerade einfällt, haltet euren Rechner sauber. Ist zwar schon lange nicht mehr vorgekommen, aber es gab mal eine Welle, wo dann die Trojaner im Endeffekt die FTP-Passwörter ausgelesen haben, wo Filezilla noch die Sachen nicht verschlüsselt gespeichert hat. XML im Klartext. Genau, XML, das Passwort. Genau, Klartext in der XML gespeichert, macht natürlich super Sinn. Die haben das abgegriffen und haben dann natürlich über FTP das Zeug hochgeladen. Also da dann in den Logdateien mit dem richtigen Zugangslogin auch noch, das ist dann natürlich ein Problem. Also sollte man halt auch schauen, dass man seinen Rechner natürlich da so ein bisschen schützt. Natürlich nicht so weit, dass der USB-Stick nicht mehr geht, aber gut. Selber schuld. Ja, klar. Weiter, natürlich, Updates. Backups, Updates. Das ist so. Und wenn sowas angekündigt wird, auch Tage vorher, dann nehmt euch die Zeit und plant euch das ein. Weil da gab es ja nun auch schon Fälle, wo es dann wirklich innerhalb von 15 Minuten war, ging es los. Also sagen wir es mal so, wenn das Security-Team, respektive die Kollegen, nicht hingehen und sagen, da kommt ein wichtiges Security-Update. Genau. Das solltet ihr sofort einspielen. Dann heißt es sofort, nicht irgendwann an demselben Tag, wenn ich denn dann mal abends Zeit habe oder am darauffolgenden Wochenende, sondern maximal 4 Stunden nach Veröffentlichung des Updates. Weil nach 4 Stunden in der Regel die ersten gezielten Angriffe kommen und spätestens nach 8 Stunden kommt die erste systematische Angriffe. Dann hat man ein Problem. Das ist die Zeit, die ihr habt, danach seid ihr gerecht. Klingt bitter. Ist aber so. Also sollte man sich halt Gedanken machen vor gewissen Hacks. Wie gesagt, kann man sich halt auch verdammt schlecht schützen. Also da hilft dann halt auch nicht irgendwelche Zusatzgeschichten. Also mich hat vor kurzem einer gefragt, ja, wir haben da unseren Server da bei uns im Haus stehen, da läuft das alles drauf. War sogar echt okay, der Server, kann man nichts sagen. Wir wollten da jetzt, weil unser externer IT-Dienstleister gesagt hat, wir bauen da jetzt eine Barracuda Web Application Firewall davor. Kurz mal darüber nachgedacht, schon eine Webseite, 50 Unterseiten. Ich kann da irgendwie auch Atombomben auf kleine Fliegen schmeißen. Also, ich finde, die Dinger erstens kosten ja ein Schweinegeld in der Anschaffung, Schweinegeld im Unterhalt. Und wenn das Ding. Alles kann das Ding auch nicht. Und irgendeiner muss das Ding administrieren. Das Ding ist halt auch nur so gut wie der dahinter ist, der das Ding administriert. Und die meisten im Endeffekt basieren, also das, was ich bisher jedenfalls gesehen habe, auf einem ganz normalen, ich sage jetzt mal laienhaft aus, einem ganz normalen Webserver mit einem Mod Security Modul. Angepasst, modifiziert. Natürlich, wenn ich jetzt einen Apache Webserver habe und sage, okay, ich packe mir da Mod Security mit rein, da gibt es ja auch 2 Versionen, Community und Enterprise, dann habe ich da schon ziemlich viel getan. Wenn ich jetzt die Community Edition zum Beispiel nehme, die mich nichts kostet, erstmal, außer das Ganze einrichten, und die Regeln da noch ein bisschen anpasse, da gibt es auch spezielle Regeln für Joomla, die man da nehmen kann, die auch schon fertig verfügbar sind. Die schmeißt man da rein und dann hat man doch schon sehr, sehr viel Angriffe im Endeffekt abgeblockt. Aber alle kann ich heute auch nicht wegfiltern. Da hilft wirklich nur schnell Update reagieren. Und wenn es dann doch schief gelaufen ist, in der Hoffnung, dass ich das Backup, dass das nicht kompromittiert ist, wovon ich nichts weiß, und dementsprechend das dann einspielen kann und zurücksichern kann. Auch da vielleicht ein Thema, ich weiß nicht, wer darüber mal nachgedacht hat, aber ich habe es letztens gerade gesehen, war eine Joomla-Webseite mit 19 GB, stellt sich halt die Frage, wie schnell bin ich beim Zurücksichern?
wenn ich sie, die Backups noch woanders liegen habe. Also wie schnell kriege ich das Backup auf den Server und kann es dementsprechend wiederherstellen. Hängt vom Kunden ab vielleicht noch, und wie viel Geld der da in die Hand nehmen will. Geht, wenn du dann so mit Sachen ausklären musst, die unproblematisch sind. Also die ganzen Bilder weg, die PDFs raus. Du schreibst das erstes immer nur die HTTP-Fassung. Ja, natürlich, klar. Also da gibt es natürlich auch, man sollte sich da einfach mal Gedanken machen, wenn ich so relativ große Projekte habe, wie schnell kann ich im Falle eines Falls das wiederherstellen und klappt das auch? Ist ja auch immer so ein Thema. Ja, wir haben Backups. Und haben Sie das schon mal wiederhergestellt? Nö. Ja. Ist auch schon mal bei Akiba vorgekommen, gab es mal in irgendeiner Version, gab es mal einen Fehler, dass gewisse Backups nicht wiederherstellbar waren. Die hatten dann echt Fehler. Also, ging nicht sauber. Kann vorkommen, mein Gott. Der Fehler ist behoben, aber ja. Stimmt für sichere FTP-Client, weil der Feldsicher ist zwar jetzt verschlüsselt, aber das kann man jederzeit wieder einschlüsseln. Also ganz ehrlich, ich nutze FileZilla, weil ich persönlich einfach ihn von der Oberfläche und so weiter her sehr gut finde. Ich tue aber nichts dort drin speichern. Nutze ich nicht. Dafür habe ich eine Passwortverwaltung, KeePass zum Beispiel, ist da ein guter Hinweis, was man da nutzen kann. Und damit habe ich meine Passwörter nicht in dem FTP-Programm drin. Weil alles, was da drin gespeichert ist, ist natürlich angreifbar und ausschließbar. Ne? Wenn mal so ein Trojaner auf so einen Rechner kommt oder sowas, ist das natürlich auch ein Problem. WinSTP? Ja, natürlich. WinSTP für Windows, um SFTP und SSH und das ganze Zeug zu machen, gar keine Frage. Also ich speichere nur keine Passwörter. Also da hat man relativ viel Ruhe. Ich habe eine Frage. Ja? Hoster, die man empfehlen kann. Der Hoster, die schlecht sind, fragen jetzt nicht, aber halt, irgendwie die alle sicher sind. Für Österreich kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich bin raus. Ich habe da so einen kleinen Grundsatz, dass ich immer versuche, einen Hoster zu finden, dass du nicht einfach einen Webspace nimmst, weil die sind virtuellen V-Server. Sondern virtuellen V-Server, weil normalerweise der Hoster virtuelle V-Server immer in einer SAN-Laufen hat, weil es sonst einfach, also technisch hat das in einer SAN-Laufen. Und sobald das in einer SAN-Laufen hat, hat er Snapshots. Das heißt, wenn da ein Problem auftritt, dann kann ich anrufen und sage, ich habe da irgendein Problem, welche Snapshots hast du da auf der SAN liegen? Dann schaut er nach und sagt, ich habe 2 oder 3 oder 5 Snapshots. Und das ist teilweise wesentlich schneller, einfach und sicherer als Backups, weil der Druck drauf und man sagt es auf dem Stand. Ich wollte gerade sagen, also ich nutze auch nur noch virtuelle V-Server und ich fahre damit gut. Muss ja auch administrieren. Und manage. Ja, ja, okay, gut, muss man dazu sagen. Manage virtuelle V-Server. Da kümmert sich jetzt die Server um dieses Zeugs kümmern. Genau. Ein V-Server mit Plesk macht sich nicht von selber sicher. Auch nee, definitiv nicht. Also da sollte man dann auch schon wissen, was man da tut. Ich hätte beim Thema Hosting für dich einen anderen Tipp noch. Such dir entweder einen kleinen Hoster, der auf Joomla spezialisiert ist, der also sagt, wir machen Joomla-Hosting. Ja. Oder, und da steinigen mich jetzt eine, such dir einen der ganz großen Hoster. Warum genau diese Einschränkung? Sowohl der ganz kleine als auch der ganz große können es sich leisten, sich genug mit so einem CMS zu beschäftigen, um aktiv etwas für die Sicherheit zu tun. Das bedeutet ganz konkret, die filtern Angriffe. Also es gibt eine Kooperation, jetzt bald auch ganz offiziell finanziert vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium, wo sich die Security-Teams der CMS mit den Webhostern zusammenschließen. Und wenn wir eine Sicherheitslücke in dem CMS finden, bekommen die Hoster gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Patches eine Nachricht, wo drin steht, neue Sicherheitslücke, bitte das folgende an Filterregel einspielen und dann seid ihr sicher. Diese entsprechenden Infrastrukturen haben aber in der Regel vor allem auch jemanden, der das dann zu jeder Tages- und Nachtzeit liest. Das ist was, das haben entweder die ganz Kleinen, weil sie sowieso unsere Mailinglisten mitlesen, oder die ganz Großen, weil da immer jemand sitzt. Diese mittelgroßen Buden, die am besten sich noch irgendwie auf Typo 3 Hosting oder sowas spezialisiert haben, denen fehlt das Fachwissen an der Stelle, denen fehlt auch das Interesse, um da dran zu bleiben. Deswegen finde ich die mittlere Größe kritisch. Klammer auf, Klammer zu. Nö, kann man eigentlich. Ist so. Ja, gibt es dann irgendwann mal von Joomla Security eine Positivliste? Ja,
Ganz ehrlich, da kommst du ja in Teufels Küche. Ja, also wir hatten es mal auf der Roadmap drauf stehen, dann haben wir mal so ganz blöd mal einfach mal angefangen. Und dann geht das schon los, nach welchen Kriterien gehe ich denn los? Und da hört es eigentlich, da fangen schon die größten Probleme an. Weil gewisse, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir mal einen Hoster X, der mit M anfängt, der bietet mir an, dass er mein Joomla aktualisiert. Jetzt neuerdings sogar mit den Erweiterungen. Wie das funktioniert, weiß ich zwar noch nicht so genau, aber irgendwie sagt er, funktioniert. Jetzt gibt es aber einen anderen, der sagt, er hat das nicht. Klar, kann ich ein Kreuz machen. Ja? Aber teilweise ist das Paket abhängig. Wo die sagen, das geht bei uns erst ab diesem Paket. Damit habe ich ja schon wieder eine riesen Verfälschung. Das ist fast ohne Boden. Ja, teilweise fangen sie beim Budget an. Also wenn du, ja, natürlich. Wer von uns hat die Möglichkeit, dass er sagt, das Webprojekt ist so groß, dass jetzt das Budget für den Hoster keine Rolle spielt, suchen wir am besten raus. Normal ist es einfach so, dass du dort schon einfach vom Budget limitiert bist. Du brauchst einen Hoster, der darf im Monat vielleicht, sagen wir, 50 Euro kosten, der darf im Monat nur 30 Euro kosten. Und dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du einen virtuellen, managten, eigenen Server mit Blast-Oberfläche um 15 Euro im Monat, das wird heftig. Gibt es auch. Du kriegst das Ganze auch 0815 Token Webspace bei den größeren Hostern für 4,99 und die haben zum Beispiel die Dezemberlücke und der Zusammenarbeit aktiv. Da, das ist etwas, fragt im Zweifelsfalle den Hoster aktiv an, filtert ihr eingehende Angriffe aktiv heraus. Das wäre noch so merkwürdig, würde ich sagen, und da kann man einfach nachfragen. Ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Das funktioniert für mich ganz gut. So, das war's. Christian, wenn ich jetzt eine gehackte Seite habe, wo würdest du sagen, David, da kannst du mal selber drauf schauen, oder David, lass es sein, such dir jemanden, der das für dich repariert. Hast du für dich eine Grenze, wo du sagst, ab dann ist auch der engagierte Laie vermutlich überfordert? Ich sag mal, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht ein Auge, dass ich gewisse Dateien sehe, ich weiß, ich habe sehr großes Wissen FTP, ich weiß, wie Joomla funktioniert, ich weiß, wo welche Dateien in Joomla sind, auch wenn ich selber vielleicht keine Erweiterung habe, dann sage ich, okay, bis zu einem gewissen Grad kann er da ja mal schauen. Wenn, man muss halt auch für sich selber irgendwann eingestehen, wenn ich da nicht weiterkomme und bevor man es kaputt macht, lieber abgeben. Also im Zweifelsfalle immer abgeben. Also wenn man nicht weiter, also mein Gott, es gibt die ganzen Foren, Joomla.de, ne, alles ist da, die Leute sind da, die helfen, sie gucken einen an und schauen, dass man das da irgendwie, Probleme da irgendwie gelöst kriegt, weil Wissensstandpunkt, ich weiß nicht, ich finde das schlecht einzuschätzen, das ist so irgendwie die Erfahrung, wie viele Webseiten, also wenn ich jetzt sage, ich betreue 3 Webseiten, sage ich, könnte es vielleicht ein Problem werden, vielleicht, muss aber nicht, wenn er sie sehr, sehr intensiv betreut. Der andere hat vielleicht 100 Webseiten in der Betreuung, der hat ein ganz anderes Spektrum, wo er sagt, ich habe so viel Masse, wo ich halt einfach sehe, da ist mir das schon mal aufgefallen, da ist mir das schon mal aufgefallen, wo einfach das Know-how hinten dran ist. Das ist schwierig vielleicht zu sagen. Also im Zweifelsfall sage ich immer abgeben. Es gibt genügend Leute, die da helfen, um Gottes Willen. Überall. Jo. Jetzt haben wir so viele Beispiele gesehen, aber die betreffen eigentlich immer den Webspace. Gibt es dann noch Beispiele von Hacks, wo die MySQL-Datenbank ist? Ist mir persönlich bisher nur ein oder zweimal untergekommen, wo wirklich wirklich auch Tabellen erzeugt worden sind, die da nicht reingehören. Also mir ist es, wie gesagt, nur ein oder zweimal, ich weiß nicht, dir öfters vorgekommen? Nee, ist aber auch leicht erklärbar, aber es macht keinen Sinn. Ne? Also für den Normalen muss ja vor Augen halten, warum passiert das? Warum kommt jemand um die Ecke und attackiert die Seite des Wiener Dackelzüchtervereins, für die sich kein Schwanz interessieren würde? Es geht nicht um die Dackelzüchtervereinsseite, sondern es geht darum, die Kontrolle über den Webspace dahinter zu erlangen, um lustige Sachen damit zu machen. Spam, Phishing, DDoS, irgendwie mal die Telekom in Deutschland für 4 Tage offline nehmen, so Späßchen halt. Dementsprechend, für die Website interessiert sich keiner, ich muss an den Webspace kommen, ich muss dort meinen eigenen Code ausführen können. Das ist das Kernding. Die Datenbank
ist mir dabei keine Hilfe. Das Einzige, wo die Datenbank für mich langfristig interessant sein könnte, ist, wenn ich es schaffe, einen neuen Benutzer dort einzuschmuggeln, mit dem ich langfristig mich wieder anmelden kann, um dort Code auszuführen. Aber dafür gibt es ja nur zwei Szenarien. Entweder jemand ist schon auf der Maschine und kann dann darüber auf die Datenbank, dann braucht aber den Umweg nicht mehr nehmen, weil dann ist er ja schon auf der Maschine. Oder, und das war jetzt der Fall vor ein paar Wochen, ich kann über Joomla einen Benutzer erzeugen, der Rechte hat, die er nicht haben sollte. Aber das ist schon ein sehr exotischer Fall. Also normalerweise ist Datenbank eher das gerade. Bei dem Datenbankfall, den ich hatte, war es ein gezielter Angriff. Also der Regelfall ist 0815 Feuer frei und danach Spam-Mails verschicken. Und das am besten mit ordentlich zeitlichem Versatz. Also 6 Monate genau. Sind inzwischen der Regelfall.